Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge mussten wir unser Lebensretter da oben selber mal das Leben retten. Er hat uns dabei dann gesagt, dass er David Corell ist und ja, wie er mit dem Ganzen hier in Verbindung steht. Und wir schauen erstmal, hier ist nur der Durchgang, wir schauen erstmal, was hier alles ist. Der sieht zwar leicht zerfleddert aus, aber vielleicht enthält er ja noch was Brauchbares. Eine Landkarte. Mindestens genauso zerfleddert wie der Rucksack. Aber das war wohl auch nicht anders zu erwarten. Ja gut, er hat ja gesagt, wir sollten herausfinden, wo wir sind. Eine Landkarte von Nordfrankreich. Wenn ich feststellen könnte, wo ich mich derzeit befinde, würde mir das sicher weiterhelfen. Ja, ob es mal weiterhilft, weiß ich nicht, aber. Der wurde hier offensichtlich angespült. Was wohl das Seerecht in so einem Fall sagt? Dass Der man ihn Koffer ist öffnen kann. verschlossen. Oder dürfte, wenn man es könnte. Moment, wir haben noch Werkzeug. Ich werde bestimmt irgendein Folterinstrument finden, das den Koffer überreden kann, mir seinen Inhalt preiszugeben. Ehrlich gesagt wollte ich erst die Schaufel versuchen. Also, was haben wir denn hier? Der Anzug sieht noch ganz gut aus. Und hier ist noch eine Digitalkamera. Ich glaube, ich sollte häufiger gestrandete Koffer durchwühlen. Ja. Eine ziemlich moderne Digitalkamera. Damit kann man vermutlich sogar Bakterien beim Wachstum beobachten. Na, das wage ich zu Der bezweifeln. macht noch einen ganz passablen Eindruck. Ja, das ist doch schön. Ich habe keine Ahnung, wofür wir den Anzug brauchen, aber. Ist doch Schade um gut. das gute Stück. Wurde vermutlich auch von der Flutwelle mitgerissen. Bis auf den Motor hat das ehemalige Prachtexemplar nur noch Schrottwert. Bis auf den In Motor. dem Zustand ist damit nichts anzufangen. Ohne Vorderreifen liegt das Motorrad auf dem Boden auf und so kann ich es unmöglich durch den weichen Sand schieben. Okay, Moment. Ich habe ja schon so einige Motorräder repariert, aber das hier ist mal was wirklich Neues. Ne? Frage ist, was können wir jetzt damit machen? Braucht das Boot hier einen Motor? Es macht noch einen halbwegs stabilen Eindruck. Zumindest scheint kein Loch drin zu sein. Kein Segel, kein Motor, kein Ruder. Damit kommen wir nicht weit. Okay. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, wenn das Boot nicht zum Motorrad kommen will, dann muss das Motorrad eben zum Boot kommen. Gut, aber hat sie jetzt wirklich den Motor rausgenommen? Sieht mir nämlich nicht so aus. Ach so, Moment, oder muss ich das Werkzeug benutzen? Ja, so könnte das was werden. Ich baue den Motor hier aus und im Boot ein. Frisch ans Werk. Sitzt, wackelt und hat Luft. Okay, was fehlt noch? Paddel fehlen noch, ne? Paddel. Können wir das hier irgendwie? Ja, die Schaufel könnte ich durchaus als Ruderersatz verwenden, wenn wir hier wegfahren. Bis dahin behalte ich sie aber erstmal. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Okay. Das Problem ist halt, wir haben nur ein Paddel dann, ne? Wir haben keine zwei. Was fehlt Es dem macht Boot noch noch? einen halbwegs stabilen Eindruck. Es macht noch einen halbwegs stabilen Eindruck. Zumindest scheint kein Loch drin zu sein. Mehr sagt sie nicht mehr. Okay. Verpackung? Ein Lieferschein. Da hat wohl jemand Lichtmaschinen für LKW bestellt. Tja, somit ist wohl die Hoffnung auf die Lieferung an dieser Küste zerschellt. Die Pappe ist total durchweicht und zu nichts mehr zu gebrauchen. Aber den Lieferschein haben wir jetzt auch Ob nicht. dieser Erdrutsch durch die Flutwelle ausgelöst wurde? Das Meer haben wir sonst noch? Aber wahrscheinlich eher Die für See ist später. wieder relativ ruhig. Von der katastrophalen Flutwelle zeugen nur noch das Chaos hier am Strand und der Müll im völlig verdreckten Wasser. Ja, sonst haben wir aber nicht viel. Haben wir auf der anderen Seite noch irgend. Ah, Moment, 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 Moment. Das ist eine Digitalkamera, hat sie gesagt, ne? Moment. Ich habe da eine Idee. Alles klar bei Ihnen?
Ich fühle mich zwar noch etwas schwach, aber es geht schon. Dieses Boot ist wirklich unsere einzige Möglichkeit, von hier wegzukommen? Ich befürchte ja. Ich soll also herausfinden, wo wir uns derzeit befinden? Ja, wir müssen schnellstmöglich nach Gatineau. Aber wenn wir keine Ahnung haben, wo wir sind, dann wissen wir auch nicht, in welche Richtung wir müssen. Ja, klingt logisch. Ich werde mich dann mal wieder den noch ausstehenden Aufgaben zuwenden. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber... Schon okay. Sie helfen mir ja als Strandabschnitt-Wechselgehilfe. Ja, eben nicht. Oder muss ich auf Durchgang Können Sie mich klicken? Bitte kurz hochziehen? Klar, kein Problem. Okay, was haben wir hier? Wir haben ja nichts, was wir sonst noch mitnehmen könnten, ne? Aber die eine Sache, weil... Wir hatten ja in der letzten Folge, was hat sie da gesagt? Auf den Schildern scheinen Ortsnamen zu stehen, aber von hier aus kann ich die nicht erkennen. Ja, 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 dann habe ich das richtig im Kopf gehabt. Dann... Die Kombination aus optischem und digitalem Zoom ist schon eine feine Sache. Damit kann ich im Vorschaufenster der Kamera sogar die Ortsnamen der Straßenschilder lesen. Das heißt jetzt was? Auf den Schildern scheinen Ortsnamen zu stehen, aber von hier aus kann ich die nicht erkennen. Auf der Landkarte sind auch die Orte verzeichnet, die ich auf den Straßenschildern gelesen habe. Sogar dieses Gatineau, von dem David Corell gesprochen hat, ist nicht gerade ein Katzensprung, aber immerhin leicht zu finden. Einfach immer nur Seine aufwärts. Mhm. Und was ist jetzt genau Seine? Wahrscheinlich hier... Obwohl, das ist das Meer, ne? Ist Seine nicht ein Fluss gewesen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was wäre denn... Das können wir noch mal kurz probieren. Mit dem Erdrutsch. Kann man da mit der Schaufel vielleicht? Oh ja. Den ganzen Erdrutsch abzutragen kann ich vergessen. Aber ich werde mal hier vorne graben, wo die Verpackungsreste liegen. Vielleicht ist der ehemalige Inhalt ja auch noch in der Nähe. Ein Ventilator für die Lichtmaschine eines LKWs. Da hat sich die Buddelei ja mal wirklich gelohnt. Ein Ventilator. Moment. Ah nee, da zeigt es ja nicht den Es macht noch Mut einen an. Halbwegs stabil. Ja, ja. Ich habe eine Idee. Den Ventilator als Schiffsschraubenersatz verwenden? Ja. Warum nicht? Darum nicht. Eine Schiffsschraube muss im Wasser und dementsprechend unterhalb des Bootes liegen. Ist zufällig eine Hebebühne in der Nähe? Tja, keine, die man provisorisch machen könnte. Ja, mit der Schaufel, dann will die das als Dings machen. Ich meine... Oh, einmal können wir wieder ins Meer. Danke, ich hatte genug. Ich wollte gerade sagen. Landkarte wird es wohl auch nicht sein. Den Ventilator als Schiff. Ja, ja, ja. Ich mache jetzt einfach mal alles, was total bescheuert ist, halte ich jetzt mal da drüber. Weil irgendwas muss doch mal... Ja gut, das kann sie ja nicht nehmen. Irgendwas muss doch dann mal gehen. Hey. Gute Idee. Damit kann ich das Boot anheben. Ich werde gleich noch ein paar mehr Rettungswesten holen. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Sieht ein bisschen aus wie ein Luftkissenboot. Ernsthaft jetzt, Nina? Also auf sowas wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Es macht noch einen halbwegs stabilen Eindruck. Zumindest scheint kein Loch drin zu sein. Also, ganz ehrlich, wenn ich Nina nicht hätte, ich würde sowas selbst nie versuchen. Moment, kann ich das jetzt dann da dran machen? Ein fast perfekter Ersatz für eine Schiffsschraube. Und wieder einmal hat sich meine Ausbildung zur Motorradmechanikerin bezahlt gemacht. Ja, ist jetzt die Frage, können wir jetzt so damit weg? Gerade auch mit den Dingern hier? Es macht noch einen halbwegs stabilen Eindruck. Zumindest scheint kein Loch drin zu sein. Ja, aber wir haben doch nur ein Paddel. Ich meine, gut, zur Not kann man auch mit einem Paddel... Fehlt da nicht noch irgendwas? Hm.
Können wir mit dem Eimer hier noch irgendwas machen? Nee. Können wir vielleicht noch irgendwas ausgraben? Achso, jetzt können wir gar nichts mehr ausgraben, okay. Ich finde es halt so komisch, weil wir haben nur einen Paddel. Und mit den Dingern hier drunter kommen wir ja eigentlich gar nicht weg. Der wurde hier offensichtlich angespült. Was wohl das Seerecht in so einem Fall sagt. Ich muss aufpassen, dass mir das Ding nicht... Naja, das war das mit der Säure. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Ein hübsches Feuer. Die Chemikalien in dem Fass brennen wirklich gut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen noch irgendwas machen. Noch ein Paddel vielleicht zusammenbauen oder so, aber das ist ja... Alles klar bei Ihnen? Oh nein. Ich fühle mich zwar noch etwas schwach, aber es geht schon. Hä? Das Boot ist repariert und wir wissen auch ungefähr, wo wir sind und wo wir lang müssen. Wir können also los. Ja, ich bräuchte nur noch trockene Kleidung. Mit den nassen Klamotten hole ich mir sonst ganz schnell den Tod. Wohl wahr. Ich schau mal, ob ich was für Sie finde. Das wäre nett. Ich werde mich dann mal wieder den noch ausstehenden Aufgaben zuwenden. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber... Schon okay. Sie helfen mir ja als Strandabschnitt-Wechselgehilfe. Aha. Jetzt wissen wir zumindest auch, warum wir den Anzug haben. Hier, schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar hübsche, trockene Klamotten für Sie gefunden. Na gut, hübsch ist übertrieben, aber zumindest trocken sind sie. Sie würden auch prima eine fürsorgliche Ordensschwester abgeben. Na, jetzt übertreiben Sie es mal nicht. Ziehen Sie sich lieber gleich um. Ich werde auch nicht hinschauen, versprochen. Schon viel besser. Ja, ich würde mich auch immer umziehen, wenn ich da oben rum krabbeln würde. Alles klar bei Ihnen? Ich fühle mich zwar noch etwas schwach, aber es geht schon. So, Moment. Können wir jetzt wirklich einfach so los? Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Aktueller Standort, Karte für das Ziel, ein halbwegs fahrtüchtiges Boot und trockene Klamotten. Ja, ich denke, wir können uns auf den Weg nach Gatineau machen. Hoffentlich finden wir dort die gesuchten Hinweise. Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.